Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute habe ich eine ganz besondere Ankündigung für euch, denn wir spielen Public Test Server. Und warum? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Sie haben endlich die Ashlands genervt. Das heißt, die Spawnrate der Feinde ist extrem reduziert worden. Ich habe gelesen, manche Feinde haben jetzt nur noch die, spawnen jetzt nur noch halb so viel. Manche sogar weniger als die Hälfte, also wurde weniger als die Hälfte reduziert und manche um mehr als die Hälfte. Das ist richtig nice. Und das ist natürlich auch sehr passend, weil wir ja gerade auch sehr weit durch die Aschenlande laufen müssen. Perfekt. Oh, Gott sei Dank haben sie das endlich gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Das werden wir sehen, wenn wir in den Ashlands sind. Aber vorher habe ich noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar gehe ich mal kurz nach hier unten. So. Oh, hier sind noch ein paar Barons. Hör damit. Die kann ich mal hier reintun. Denn die Barrenkiste hier ist es auch, die wir jetzt mal ändern werden. Ich weiß auch noch nicht genau wie. Aber ich habe mir überlegt, dass wir... Erz und Kohle bleiben hier unten. Natürlich. Aber die Barrenkiste baue ich irgendwie so ein, dass sie sowohl unten als auch oben ist. Und zwar hier. Ne? Ich habe noch keine Ahnung wie. Am liebsten würde ich die so halb hier reinbauen. Wir können vielleicht mal gucken. Ich hole mal alles, was wir für eine Kiste brauchen. Was war das denn nochmal? Keine Sorge, danach gehen wir sofort in die Ashlands. Mehr werde ich heute nicht machen. Hier in unserer Base. Ich weiß, wir müssen ja eigentlich theoretisch auch noch die Dinge machen. Die Schilde. Habe ich ja auch gesagt, dass wir das machen wollen. 10 Holz, 2 Teer. Easy. Und, aber das machen wir später. Jetzt will ich auf jeden Fall das mal kurz machen. 10. Und 2. So. Und dann versuchen wir die mal hier irgendwie reinzuquetschen. Stimmt, ich sollte mir ein bisschen Holz nehmen, damit ich ein bisschen rumfriemeln kann. Denn Gott sei Dank stabilisiert sie sich ja auch. Wenn sie einfach nur irgendein Brett berührt. Ich mach mal kurz das hier nochmal weg. Und der hier ist, glaube ich, auch erst einmal störend. Den baue ich gleich wieder hin. Außerdem nehme ich die drei hier weg. So. Ah, hier haben wir ja auch dieses Steinding. Das ist ja perfekt. So. Warte mal. Halt. Ran scrollen. Und dann gehen wir so dicht dran, wie es geht, wa? So. Ah, obwohl die zu weit reinragt, ne? Wenn ich die so hinbaue. So. Dann ist das irgendwie hier so... ich will sie gerne noch ein Stück nach hinten haben. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht, weil dann die Säule im Weg ist. Ich würde gerne den hier... Moment, ich hole mal kurz Stein. Den gleich wieder hinbauen, weil den finde ich gar nicht so schlecht. Aber erstmal ist er im Weg. Wenn ich so mache, hält er dann. Ja, er ist blau. Ja. Das heißt, er berührt ja hier, ne? Sehr gut. Dann mache ich mal Folgendes. Ich mache mal bauen. Brett. Und keine Ahnung, so weit. Na, halt, stopp. Das sollte ich vorher prüfen, ob die dann auch noch rausragt. Ragt sie nicht. Das ist also zu weit unten. Dann mache ich mal ein Stück höher. Warte mal, das Brett ist hier. Dann mache ich mal... So. So. Mal gucken. Huch, nein! Da habe ich einen Magietrank getrunken. So ginge. Aber möglichst weit nach hinten dran. Nein, der ist falsch. Man sieht's, ne? Der will dann den anwappen. So ist richtig. So. Und dann da irgendwie reingequetscht. Komm schon, das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Ah, jetzt ist der Stein im Weg, ne? Shit. Dann muss ich doch das irgendwie... Shit. Oder soll ich den hier... Stimmt, wir können bei der Stelle auch drauf verzichten. Weil hier die Kiste ist. Ja, dann mache ich. Dann lasse ich es hier sein. Ne? Könnte sowieso sperrig sein dann nachher. So, und jetzt bitte lass mich das da möglichst weit reinschieben. So. So. So.
Mal gucken. Wenn ich jetzt das mit Brettern zuballer, ragt das noch oben raus, ne? Ja, perfekt. Genau so. Die Ecke ist richtig. So. Dann stelle ich wieder auf Auto. Und hier ran, ne? Ah ja, genau. Verschoben, nach unten verschoben. Stimmt, das Brett können wir entfernen. Und hier müssen wir so und dann nach unten ein Stück. Halt, da muss ich, glaube ich, feiner arbeiten. So, so, so ungefähr. Und noch ein Stück. So, so. Und dann machen wir hier noch einen kleinen dran. Angebappt an den. So. Ne? Und dann haben wir jetzt hier die Kiste. Da fehlt natürlich noch ein Schild. Auch das mache ich mal eben. Stimmt, wir haben ja Holz noch auf Tasch. Das ist ja perfekt. Dann gehe ich mal hier runter. Wobei wir da auch das Schild nehmen können. Fällt mir gerade auf. Stimmt. Das hier würde ich lassen. Und da würde ich Erz draus machen. Diese Kiste hier in die Mitte positionieren und Kohle draus machen. Und hier oben kommen wir so nicht dran, ne? Alt, das Brett da muss noch weg. So. Ja, und ich komme jetzt so leider nicht dran. Nur mit Jumpen. Dann mache ich halt eine Treppe hin. Ne? Bin ich ehrlich. Und dann können wir hier immer schön alles produzieren. Und wenn hier was ausgespuckt wurde oder hier, gehen wir einfach hier nach oben und können dann das hier von unten befüllen. Und wenn wir Barren oben brauchen, müssen wir das nicht immer so umständlich machen. Das ist eigentlich die ganze Idee. Ich nehme mal hier das Schild weg. Ach ja, stimmt, das muss ich unten anbringen. Moment. So zum Beispiel. Oder hier dran, ne? So geht leider nicht. So, verdammt, na klar, das geht nicht. Doch so. Ja, und so macht er entweder so oder so. Dann mache ich mal kurz hier ein Brett. So, und hier dran. Zack. Und dann nochmal Schild. Gedreht. Hier unten dran. Möglichst weit rein. So. Weg. Und weg. Und dann fülle ich das mal. Ja, das ist natürlich doof. Da muss ich... Oh, scheiße, jetzt habe ich das schon das Loch zugemacht, ne? Ich kann da ein Loch öffnen. Sehr gut. Ja, ist es vielleicht ein bisschen hin und her gerannt, aber ihr merkt schon, ne? Ich glaube, das wird sich definitiv lohnen. Und ich reiß mal hier auf und mache... Ach ja, erstmal hier. So. Zack. Kurz ein Gerüst bauen, damit wir hier nicht immer die Treppe rauf und runter laufen müssen. Und dann kann ich hier nämlich, zack, einfügen. Und natürlich... Slash N. Huch. Hä? Slash. Ach so. Ach so. Ja, ich mach mal so. Und wenn ich jetzt nach ganz links gehe, kann ich das dann machen. Slash N. Ja. Und danach muss ein Leerzeichen kommen, ne? War das nicht so? Nee, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß wieder, wie es war. Wir müssen die Größe vordefinieren. Ich könnte einen, der sich sowieso nach oben schiebt, hier nehmen. Stimmt. Möbel. Komm, kopieren. Und einfügen. Und dann muss ich nur nach ganz unten. Nee, nach ganz oben. Oder? Scheiße, ich weiß es nicht. Nee, warte mal, ich hole mal kurz. So, das hier nochmal weg. Barren. Slash N. Slash N. Slash N. Slash N. Der Unterschied ist jetzt, dass wir eingeben, wie groß die Zeichen sind. Ne? Dann müsste es klappen. Das hat noch nicht gereicht. Ich brauche noch mehr Slash Ns. Immer noch mehr. Slash N. Slash N. Slash N. So, da sind sie doch. Und noch einmal. So. Ne? Ist jetzt ein bisschen zu weit. Shit, es ist zu weit links, ne? Kann ich da noch ein Leerzeichen? Ich glaube ja nicht. Warte mal. Halt, nach unten.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da sind wir bei der Mitte, also noch vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt sind wir beim N. E. Also, wir sind hinter dem E, hinter dem R, hinter dem R, hinter dem A, hinter dem B. Und jetzt noch ein und Leerzeichen. Nein! Ein verzählt, verdammt! Dann mache ich es halt nochmal. Moment. Einen Augenblick. Könnte ich theoretisch auch vorspulen, aber ich lasse das jetzt mal. So, und ein Leerzeichen dahin und dann nochmal. Slash N. Und das hier kann ich kopieren, oder? Nee, dann kopiert er nur das N. So. So geht's. Das sieht schon besser aus. Ich mache noch zwei hin. Zwei sind, glaube ich, zu viel, ne? Es ist jetzt schon mittiger, das ist gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme mal einen wieder weg und guck mal, ob es dann zu weit unten ist oder ob es geht. So geht, ne? Ja. Scheiße, jetzt will ich es noch weiter nach links. warte mal. Ich probiere es noch mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 6 mal, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leerzeichen. Komm schon, bitte sag, dass es geklappt hat. Hat es. Dann fehlt noch ein Slash N. So. Ja, 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 ja. Genau so lassen wir das. Perfekt. Perfekt. Oder ein letztes Experiment mache ich nochmal. Ich kopiere das hier mal. Damit ich es nicht kaputt mache. Weil ein zu weit unten geht nicht, ne? Nee. Gut. Also einfügen und so. Dann lassen wir das so. Dann können wir das Holz hier wegmachen. Und das. So. Und machen das hier wieder dicht. Zack. Da fehlt nur noch ein wenig Marmor. Hier. Oh, haben wir nach oben gebracht. Sehr gut. Und das Holz nehme ich erstmal nochmal mit, warum auch nicht. Dann gehen wir mal nach unten und sortieren hier um. Die Kohle nehme ich erstmal sämtlich hier raus. So. Und schmeiße sie hier hin. Brauchst du dich doch nicht ducken. So. Perfekt. Dann können wir die hier schon mal wegreißen. So. Das hier wird Erz. So, dann... Ach ja, hier hinten haben wir die Kiste ja noch. Die habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Ja, keine Ahnung, das mache ich gleich. Aber erstmal mache ich hier... Ich dachte mir, die Treppe bauen wir hier hin. Ne? Moment, Moment. Das ist zwar ganz schön so, dass die Stufe hier... so ist, aber... Ja, so könnten wir machen... So jumpe ich nicht selber hoch, ne? Das will ich schon ganz gerne irgendwie tun. Das heißt, ich baue mal... So könnten wir arbeiten. Auto. Lass mich kurz überlegen. Wenn ich... Warte, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich mach mal auf diese Höhe ein Brett schräg. So und so. Halt, der ist schief. Deswegen mache ich das nochmal hier oben. Warte, hier oben drauf. So, und zwar mittig. Zack. Das ist nicht mittig. Nochmal. Ein Stück weiter so. Und schön weit rein, wenn es geht. Zack. Das ist mittig. Dann können wir den und den entfernen. Und daran bappe ich jetzt die Treppen an. Und zwar einmal hier. So. Und so. Nee, nee, bapp mal da an, bitte. Macht der das nicht? So. Ja. Genau so. Und dann machen wir wieder auf Auto. Eine hier gegen. Und eine hier gegen. Oh nee. Das ist jetzt doof. Verdammt! Okay, ein Moment, ein Moment.
Ich mach doch mal so und nochmal hier gegen. So. Das ist besser. Sorry. Aber wenn wir das hier schon bauen, dann richtig. So und so. Und hier dran und hier dran. So. Und dann können wir jetzt jedes Mal hier hochgehen. Und hier die Barren reintun. Geil, oder? Finde ich viel besser. Also, gebt mal die ganzen Barren her. Hm, stimmt. Den Stuff kann ich schon mal wegbringen. Stimmt, wir könnten hier die Kohle dann reinmachen, ne? Hier das Erz, da die Kohle. Ja. Kohle. So. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal das alles umsortieren. Da gehe ich mal nach hier oben, nehme die Barren raus. So. Und so. Und rein damit. Kupfer hier hin. Dann Zinn. Bronze. Silber. Eisen. Schwarzmetall. Dann gib mir mal den Rest. Und das kommt hier auch rein. So. Ich schmeiß erstmal so rein. Hier, hier und hier. Und natürlich das hier. Warte mal, 9, 30. Boah, warte mal, haben wir die 90 voll? 15? Nee, shit, es fehlt ein bisschen was. Na gut, was soll's. Und hier haben wir jetzt die Erzkiste. Da nehme ich mal hier raus. Ich habe übrigens auch gelesen, es gibt jetzt auch Bronzeerz. Also Bronzeschrott. Also habe ich ja diese eine Zeile die ganze Zeit freigelassen und mir gesagt, naja, es gibt ja gar kein Bronzeerz. Doch, jetzt schon. Nämlich diese Stacheln, die beim Dingen sind. Auch da habe ich noch was vor. Aber eins nach dem anderen. So, Silber, Eisen, Schwarzmetall. Dann hier noch den Rest. So und so und hier. Ja, und das ganze Eisen, ne? Was mache ich damit? Dem ganzen Eisenerz, das habe ich ja hier hinten drin gelagert. Da ist auch Schwarzmetall drin. Und Eisen. Keine Ahnung. Da nehme ich mal 1, 2, 3, 4 raus. Warum auch nicht? Und mache die hier mit rein. So. So. Und so. Gut. Dann haben wir hier die Kohlekiste. Und da kommt entsprechend diese Kohle hier rein. Und dann haben wir das hier mal ein bisschen neu sortiert. Ist besser, ne? Oder? Ja, es ist natürlich ein bisschen präsent, die Treppe. Aber so sei es. So, ach, ich kann ja so machen. Ja, ich lasse es erstmal so. Mal gucken. Und wenn dann irgendwie mich das nervt, dass die Treppe zum Beispiel so weit reinragt, weil wir... Also, ja, stimmt. Warte mal. Die Treppe ragt viel zu weit rein. Die kann viel weiter runter. Ich mache das nochmal neu. Es tut mir leid. Weil wir wissen ja jetzt auch, wie wir es machen. Ich nehme nochmal diese Bretter. Und mache die doch weiter runter. Hier so hin. Reicht schon. So. Und dann drücke ich mal X. Und guck von unten gegen. Oh, Nachtmusik. Da jetzt aber schnell, weil ich will gerne auf Asquin-Jagd gehen. Oder können wir das überhaupt schon? Ich glaube ja. So und so, das reicht. Ja. Aber jetzt kommen wir hier nicht hoch, ne? Doch, sehr gut. Und wir kommen hier ran. Perfekt. So, dann das hier weg und das hier weg. Und ich denke gerade Asquin-Jagd, ich glaube, wir müssen noch warten, ne? Weil die sind, glaube ich, noch nicht restored. Doch, das ist besser. Das ist viel besser. Dann kommen wir hier hoch. Und können dann hier einsortieren. Und die anderen Sachen, ja gut. Genauso wie diese Erzkiste da. Dann bleibt sie da erstmal. Aber das war mir ein Anliegen. Shit, das hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben hier Marmor. Das kommt hier hin. Dann haben wir Teer. Holz. Und vor allem Barren können wir jetzt hier einsortieren. Oh, viel besser, oder?
Sehr gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal pennen. Und wir kümmern uns... Oh, scheiße, ich brauche wieder Grüngemüse, ne? Dann verbringe ich die Nacht mit Kochen. Na gut. Sorry. Kräuter, was war das denn nochmal? Und die blauen Pilze? Nee. Doch, und die Höhlenpilze, glaube ich, ne? Höhlenpilz, wie hießen sie? Rauchwölkchen, meine ich. Das war aber, glaube ich, nicht richtig, oder? Mir fehlt bestimmt noch was. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja, habe ich auch. Und es war... Harz. Na klar. Stimmt, das hier kann ich auch nochmal anmachen. So. Zack. Gut. Restliches Flachs wieder rein. Und ich glaube auch allmählich, dass wir die Stoffproduktion jetzt auch wieder einstampfen können, ne? Ich glaube ja. Wir haben hier erstmal die Stoffe, so. Und was wollte ich holen? Harz. So. Und dann stelle ich jetzt diesmal ein bisschen mehr her, ne? Oder? Ich weiß ja, dass wir letztes Mal es, glaube ich, nicht konnten, weil wir nicht genug Straußenfarn hatten. Aber jetzt bin ich ganz ehrlich... Oh! 90. 85. Wir könnten auch den machen, ne? Brodelnde Beerenbrühe. Gibt 85. Ja, das gibt 90. Und das gibt 95. Eigentlich sollte ich die beiden herstellen. Hm. Aber erstmal das. Und dann verbrauchen wir erstmal die Suchersülze, ne? Weil das braucht auch deutlich höhere Ressourcen. Deswegen, hm. Aber gut. Und dafür brauchen wir auch die Beeren, ne? Die brauchen wir hierbei nicht. Brodelnde Beerenbrühe. Naja, gut. So, nehme ich erstmal einen Schluck vom besten Sommergetränk überhaupt. Ein Kühlschrank, kaltes wie damals. Finde ich. So an einem schönen Sommertag. So brennende Hitze. Man sitzt draußen auf der Wiese. Und dann so ein kaltes wie damals. Ist schon, schon geil, oder? Lebensqualität nenne ich das. So. Ja, wir haben jetzt kein Harz mehr. Passt schon. So viel zum Thema, ich stelle gleich mehr her. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, hier die ganze Zeit zu hängen. So, halt. Das kommt hier hin. Und dann sortiere ich den Rest wieder ein. Harz, halt. Hier. Ne, das Harz können wir eigentlich auch theoretisch hier mit einsortieren. Aber ich finde, es passt mehr zu Magie. Irgendwie. Dann die Pilze wieder rein. So wie die Kräuters. Und natürlich die Berries. So. Perfekt. Ja, dann haben wir jetzt erstmal alles wieder ein bisschen. Und außerdem nehme ich mir hier noch ein bisschen Ausdauermet mit. Ja. Und der Rest passt. Die Kapuze können wir aufsetzen. Und die Krone wegpacken. Die ist hier nur im Weg. Und außerdem brauche ich dieses Eisen hier gar nicht. Oh, doch, das hier schon. Aber das hier nicht. Weil wir brauchen die Dingens gar nicht. Den Steinmetz. Für nichts. Ehrlich gesagt. Denn wir machen das ja jetzt mit dem hier. So. Aber das machen wir erst, wenn wir belagern. Deswegen lege ich mir das hier mal vorsorglich hin. Das ist für die Belagerung. Das ist für ein Schutzdingens. Und das ist die... Der Rambock. Aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Und begeben uns dann in die Ashlands. Oh! Den letzten Salat gegessen! Das gibt's ja nicht! Wir haben es endlich aufgebraucht. Sorry, da muss ich nochmal runter und mir Neues holen. So, jetzt aber. Mann, heute geht es ja die ganze Zeit nur hin und her, wa? Es tut mir leid. Aber ich lege mich jetzt schlafen und wir gehen sofort in die Aschenlande. Vor allem will ich jetzt sehen, wie die Spawnrate sich verhält, die neue. Mal schauen. Aber erst einmal, gute Nacht. So, guten Morgen und dann laufen wir direkt runter. Vielleicht noch einen kurzen Abstecher gemacht in die Mistlands, damit das da weiterlaufen kann. Kurz Harz geholt. So, so, so und tschüss. So, dann schmeißen wir das runter und wir machen es auf den Weg. Denn
Wir haben ja letztes Mal den letzten mysteriösen Ort, also nicht den letzten, den zweiten mysteriösen Ort gefunden. Damit ich nicht erstmal zu der Map rüberscrollen muss, gucken wir uns das Ganze mal vom Reiseportal aus an. So, hier sind wir. Ach ja, genau. Das war ja ein recht ungeschütztes Portal, ich erinnere mich. Ist ja aber ohnehin unser Reiseportal. Und wir waren hier, haben den mysteriösen Ort abgefarmt und gefunden, wo der nächste ist. Und der ist hier. Haben wir ja ein ganz schönes Stück vor uns, aber ich bin ganz ehrlich, wir können entweder mit dem Schiff hier rüberfahren oder, das ist ja noch das alte, ne? Das alte Aschenland. Das bedeutet, da werden aber auch keine Festungen sein auf dem Weg. So oder so könnte ich Not 4 hierher ziehen. Aber andererseits glaube ich, mit den neuen Feinden kriegen wir das schon hin. Also ich vertraue darauf, dass wir jetzt nicht so hoffnungslos überrannt werden und daher stets die Kontrolle bewahren. Ich mache mal das Portal hier hin. So, damit wir es von wertvollem Loot unterscheiden können. Die Festung da hinten, hatte ich die schon geklatscht? Ja, ne? Hey, sag mal! Reißt. Direkt erstmal mein Energieschild gedownt. So. Kriegst du hier ein paar Wurzeln. So. Und Frost. Tschüss. So, her mit deinem Stuff. Und weiter geht's. Aber die haben wir doch schon, oder? Denn wenn nicht, dann muss ich die natürlich noch mitnehmen. Ich glaube aber... Wir hatten die eigentlich geklärt. Ich guck mal. Weil dann brauchen wir gar nicht erst weiterziehen. Bin ich ehrlich. Ach ja, ich habe auch gelesen, die Digger sinken nicht mehr, wenn man sie abbaut. Wie geil ist das denn? Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben, aber haben sie auf jeden Fall. Oh. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, die Festung hatte ich noch nicht. Hä? Warte mal, ich... Geh da mal kurz näher ran. Hä? Oder war das die, die wir schon geklatscht hatten? So, hierher. So, und noch einen auf den Latz. Und du kriegst Frost ab. Achso, ich dachte, er jagt sich in die Luft. Na gut. Jetzt? Nö. Tschüss. So. Weil, wenn wir den besiegt haben, ist der grüne Strahl weg, oder nicht? Ich meine, ja. Hier habe ich schon wieder ein Vieh gehört. Also, die Dichte ist schon deutlich gesunken. Ah! Eine Walküre! Moin, moin! Mache ich mal hier ein paar Ranken hin. So. Kannst du schon mal verprügelt werden. Wow, wow, nein, 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 nein. Oh, 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 7. Wow. Und tschüss. Und noch ein Morgen, natürlich. Ich lauf mal weg. So. Und übernehme hier wieder die Kontrolle. Ja, jetzt wird es hier ganz schön gefährlich. Aua! Nein, nein, nein! Rüber da! Hui! Oh, fast in die Lava gewämst. Oh shit, Alter. So viel zum Thema, wir werden nicht mehr überrannt, ne? Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Tschüss. Oh, oh, oh. Nein! Scheiße! Wir werden nicht mehr überrannt. Die Ashen sind doch jetzt easy. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Oh Mann. Oh Mann, ich bin so ein Storch. Ja gut, okay. Das spule ich dann vor, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und da habe ich auch mein Stuff wieder. Alles nehmen. Und dann ziehen wir uns erstmal die gute Klamotte wieder an. Aufpassen, dass wir nicht von irgendwo
überrannt werden, aber das sieht gut aus. Ja, die Gegnerdichte ist schon reduziert worden. Das war jetzt natürlich Unglück, dass jetzt ein Morgan, Asquin und ein Hässlinger, also eine Valkyrie gleichzeitig kam. Das war natürlich dreist. Das kriege ich nicht mit. Ich muss mal kurz das Portal hier hinbauen, damit ich den Stuff loswerde, vor allem unsere Klamotten, die wir jetzt notdürftig genommen haben. Außerdem, das, was ich hier lasse, packe ich mal hier rein. Ja, ja, ich weiß. Du bist so gefährlich. Und da kommt wieder einer. Von mir. Weißt du was? So. Und so. Der ist schon mal down. Er wird verprügelt. Und er kriegt meinen Frost ab. So. Da ist noch einer. Mal hierher. Ach, da ist ein Spawner. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Dann können meine Ranken die mal kurz ablenken. Dich bringe ich um. Und dann verziehe ich mich ganz schnell.